Metal ist laut, Metal ist wild, aber beim Wacken Music Camp geht es vor allem um eins: Kreativität. Mittlerweile sitzt der Sound, für die Bands geht es jetzt an den Feinschliff. Schon seit einer Woche üben fast 60 musikbegeisterte Schüler im Alter zwischen 10 und 19 Jahren an ihren Auftritten in der Grundschule Wacken, begleitet von erfahrenen Coaches und Produzenten. Ich bin jedes Jahr selbst überrascht, dass am Ende immer so ein Ergebnis rauskommt, doch. Ja. Aber die Kids brennen für die Mucke und sind voll dabei und dadurch ist es möglich. Statt Taschenrechnern und Schulbüchern haben die Schüler im Wacken Music Camp E-Gitarren und Schlagzeuge dabei. Am Anfang des 9-tägigen Bandcamps finden sich die Nachwuchskünstler zu neuen Bands zusammen. Wie hier in der Band Fragments, bei der neben neuen Musikstücken auch Freundschaften fürs Leben entstehen. Erstens habe ich viele coole Leute kennengelernt. Es ist auch einfach ein gutes Gefühl, mal wieder kreativ zu werden und ein paar Riffs zu schreiben und so. Und man lernt immer dazu, wie man dann halt eben gut arbeitet und seine Ideen einbringt. So. Vom eingefleischten Metal-Fan bis zum Musikneuling ist hier jeder willkommen. Durch die Coaches harmonieren hier Rockbassisten, Sängerinnen aus der Klassik und sogar Harfenspieler miteinander. Wir probieren das dann immer anders aus und ja, und wenn das dann so geil ist, dann lassen wir das auch so. Ansonsten lernt man einfach auch viele lustige neue Gesangstechniken, also zum Beispiel die Spiele, die wir morgens dann spielen zum Aufwärmen oder ähnliche Sachen. In ihrer Freizeit kochen die Jungkünstler als Gemeinschaft oder machen Sport. Übernachten zudem das gesamte Camp über in der Turnhalle der Schule. Das schweißt die Gruppe zusammen. Gefördert wird das Bandferienlager übrigens vom Landesverband der Musikschulen Schleswig-Holstein. Das Schöne und Erfrischende, und ich glaube, das sehen meine Kollegen auch so, ist, dass es hier nicht um Business oder sowas geht, sondern hier geht es um das Wesen von dem, warum wir das alles machen. Und das ist halt Musik. Einer, der das besonders verinnerlicht hat, ist Naturtalent David. Schon seit Jahren spielt er Bass, kriegt im Musikcamp sogar Einzelcoaching von Linus Klausnitzer, Bassist der deutschen Death-Metal-Band Obscura. Hier lernen die Kleinen also von den ganz Großen im Musikgeschäft. Dann lernt man neue Stilistiken bzw. andere Spieltypen kennenzulernen und so. Wir wollen schnell sein, wir wollen laut sein und eben neue Einflüsse schaffen mit neuen Harmonien. Und die können schon morgen, am Samstag beim großen Abschlusskonzert in der Grundschule Wacken, einen Monat vor dem größten Metal-Festival der Welt, ab 15 Uhr angehört und live erlebt werden.